Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, im letzten Video haben wir gesagt, dass wir zum Steinesammler gegangen und ja, das da bin ich gerade dabei mit dem Steier und da habe ich mir von Verbittermods mir noch einen Steinesammler runtergeladen. Der hat ein bisschen mehr Kapazität und man kann auch mit 20 km/h drüber heizen. Weil dann bereiten wir alles so weit vor, dass wir dann quasi ersehen können. Das lasse ich auch der Helfer dann machen, beziehungsweise wir probieren es mal, ob wieder CP funktioniert. Das wäre ja die schnelle Mäufaste. Beim CP-Helfer vielleicht das mag ich mal machen. Mal testen, ob es jetzt tut, weil mit dem Flügel das war komplette Katastrophe, aber CP müsste eigentlich gut mäufern, mal ob das dann noch funktioniert. Genau. Ja, was können wir dann. Aber dann müssen wir schön rückwärts fahren. Die Steine mit denen Kästen können wir ja auch weiter verarbeiten. Mittlerweile die Kästen hat noch zu Kalk gemacht, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber was auch mein Plan ist, ihr habt ja alle mitgeguckt, auch das Bauprojekt Stuttgart 21, da zu Mods. Ja, das ist ja eigentlich auch eine Lachnummer. und da hat es ja auch massive Probleme gehabt mit Eidechsen. Also da war die Eidechse, die sind ja zum Glück geschützt. Und die haben wir müssen umsiedeln. Und Eidechse, die ja beziehungsweise die sind ja auch in so Steinhaufen drin, ja, dann die sich ja aufwärmen dann, also quasi die Sonne wärmt den Steinhaufen auf und die legen sich dann oben drauf. Und so war es eigentlich gut, jetzt im LS gibt es keine Eidechse, das ist mir bewusst, aber für ein bisschen Story oder so haben wir gedacht, ich schütte da mal einen kleinen Steinhaufen auf, da gibt es jetzt ja das auch Mod, dass man subventioniert wird, also quasi kann man sagen, wird man für die Steine subventioniert, dass man die auf den Haufen aufschüttet, dass die nicht von den Eidechsen im LS geschützte Lebensraum haben. Wäre doch auch eine Möglichkeit. Wie ihr das findet, könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren ballern. Ich weiß, das ist ein bisschen nicht gerade alltägliche Idee, aber mei. Ist auch mal was Witziges. Ich denke, vielleicht auf die Idee auch noch kurz so kommen. Und ja, genau. Also, machen wir da voll fertig. Weil mit dem, wie gesagt, mit dem Landscaping, was wir an den Bug und so verboten, kannst du auch Steine aus dem See oder so zum Beispiel rausholen und da können wir dann nicht so Kalk draus gewinnen. Aber so weit sind wir lang, Leute. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir noch ein bisschen Geld reinkriegen und mit einer Subvention ist das ja, glaube ich, echt gute Idee. So, dann können wir mal satt wieder ausmachen. Sieht auch ein bisschen schöner aus. Genau. Und wie gesagt, da ballen wir dann der Helfer drüber, der soll essen. Wählen können wir, wenn ich weiter mache, im Forst und beim Häcksler, also beziehungsweise Hackschnitzel herstellen. Weil das muss ehrlich sein, das macht richtig Bock. Also hätte ich gedacht, dass der Forst so viel Bock machen kann, aber ist so. Aber auch jetzt im 22er. Weil davor finde ich eigentlich die Steuerung an sich nicht geil. Von den ganzen Harvester und Kräne und so. Das hat sich schon mega verändert und verbessert. Das ist halt das, was Bock macht. So. An und für sich ist ja das Feld gar nicht so groß. Da kennt man eigentlich, wenn man noch jetzt noch auf einem anderen Feldabschnitt sind, kennt man eigentlich gleich den Helfer holen, wo schon anfängt mit sehr. Ja, okay, wobei, wenn wir sagen, wir machen das mit CP, dann müssen wir mal erstmal Vorgewinde machen. Genau. Noch pushen wir jetzt da noch zu zweit rumfahren. Ich weiß nicht, wie CP sich das ausgeht, dass man da CP rumfuscht und dann hast du wieder das Geschiss und so und das ist echt geil. Was man sagen muss, das haben wir im Julian auch der letzte Kid, das eigentlich an sich CP ist geil. Aber im 19er war das noch eine Spur geiler. Das Phänomenboy ist jetzt im 22er neu so das CP, was man aus dem 19er kennt. Das ist schon mittlere Katastrophe. Wo viel
Hannover, allem Raubet, mit viel Fluche. Zum Glück habe ich auch das Video gemacht. Das wäre, glaube ich, geil gekommen, ich gut gekommen. Ja. Ballen wir da noch voll drüber. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, das mit Steine sammeln funktioniert richtig easy. Also, das ist ein Feature, wo es jetzt im LS 22 nicht drin ist und muss sagen, es macht schon auf alle Fälle Bock. Vor allem, da kommst du auch gut zügig voran mit dem Mod und ja, ist auch ein nice Feature. So. Also, Lady Dad, sage ich, mache jetzt auch voll fertig mit dem Steine sammeln und wenn es noch ins Essen geht, dann sehen wir es wieder. Weil es zieht sich doch noch ein bisschen. Genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich sehr über Like freuen. Aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Über Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao und macht's gut.